Erdnussmus, was gibt's Besseres an einem Dienstagmorgen? So pretty. Brecky, Brecky, Brecky. Ich gehe jetzt einkaufen zu meinem Outfit. Hello Friends, welcome to new vlog. Ich dachte mir, ich filme einfach mal wieder so ein paar Tage in meinem uninteresting life mit, weil ich nichts zu tun habe. Beziehungsweise, ja, keine Ahnung. Ich mache ja im Moment nicht so viel, ne? Wir wissen es ja alle. Ich gehe arbeiten und so, aber nur 3-4 Mal die Woche. Und ansonsten beschäftige ich mich halt so irgendwie. Heute haben wir Dienstag, den 6. Oktober. Und ich werde jetzt einkaufen gehen. Gerade 11:30. Ansonsten muss ich heute eine Story zur Freigabe schicken, ein Video online stellen und will mich weiter um mein neues Zimmer kümmern. Bisschen aussortieren und so weiter. Das ist eigentlich so der Plan für heute. Ich habe schon gefrühstückt, war sehr delicious. Und genau, jetzt geht's einkaufen. Es hat gerade angefangen zu regnen. Ich muss noch Pfand wegbringen und Leergut. Ich hasse das irgendwie, Pfand und Leergut wegbringen. Es ist so annoying, for real. Erstmal, we need the good music. I go, friend. Say what you know about us. Do everything. I got what you need. Make a play. Übrigens regnet's und es ist mega nasty. Und ich bin jetzt im Pfand raus. Oh scheiße, ich hab gar keine Jacke an. Na, das ist doch mal gemütlich, ha? Huh? I love it. Warum habe ich mich bei dem Wetter entschieden, das Haus zu verlassen? It was a dumb idea. So altglas ist weggebracht. Now off to Aldi. Ich liebe ja einkaufen, aber keine Jacke. Okay, Leute, ich gebe es zu. Ich wollte cool beim Autofahren filmen und dann ist meine Kamera gedroppt. My bad. Spaß. Genau. I'm here and I'm gonna get some good ass food. Ich muss übrigens einen ganzen Wocheneinkauf machen und eigentlich hasse ich das, weil, ja. Kennt ihr das? Ihr steht so an der Kassier, ihr steht so an dieser, an der Kasse und diese Kassiererin ist so schnell und ihr habt das Gefühl, das ist so ein Wettrennen mit dem Einräumen und ich denke mir so, ich kann gar nicht so schnell sein wie du. Und dann bin ich immer mega gestresst. Aber ja, whatever. Ich habe hier Bock einzukaufen. Es ist mal wieder absolut eskaliert, aber heute ist ein wundervoller Tag. Es gibt Ben & Jerry's bei Aldi und ich nehme mir 2 mit, for real. Okay, ich glaube, ich habe selten so viel eingekauft. What the fuck, der ganze Kofferraum ist voll. Freunde, ich glaube, ich war selten so lange in einem Einkaufsladen. What? Ich bin total aufgegangen. Nee, aber wirklich, ich habe so viel gekauft. Ich glaube, ich mache zwar so ein Food Haul, also ich zeige euch nicht alles, weil zum Teil ist es echt uninteressant. Ich zeige euch nur die coolen Sachen, die ich gefunden habe. Worüber ich mich gefreut habe. Zum Beispiel Ben & Jerry's. Also ich wusste schon länger, dass es da gibt. Aber irgendwie dachte ich, diese Aktion sei schon vorbei. Da standen auch nicht mehr so viele. Aber ich habe jetzt einfach ein Netflix & Chill geholt. Und ein Chocolate Cookie Dough habe ich auch noch gar nicht probiert. Deswegen hella excited for that one. Aber ich muss jetzt auch schnell nach Hause. Scheiße, schon 13 Uhr. Oh no. Ah ne, gar nicht. Es ist jetzt nämlich 12:30, um 1 kommt mein Vater zum Mittagessen. Und ich will bis dahin gekocht haben. Ich habe Lachs geholt. Ich denke, ich mache Lachsnudeln. Die Alternative ist Shakshuka oder so. Das ist so ein afrikanisches Gericht mit so Paprika. Habe ich auch mega Bock drauf, aber ich weiß gerade irgendwie nicht, what I'm gonna do. We will see. I got 2 songs. Ring, ring, ring. In my rap. Hey, hey. I'm the juice. Cutting.
be tripping. And my neck was chill every day. What the fuck, bro? Like, really, what the fuck? Ja, ich mich konzentrieren muss, kann ich keine Musik hören. Brave, Zanny Boss. I fucking hate partying, what the fuck? I'm at home. Übrigens, Fun Fact, ich habe diese Ikea-Tasche, also ich habe so eine Ikea-Tüte dabei gehabt beim Einkaufen. Ich habe die randvoll gepackt. Ich war so richtig drin, weißt du, einfach alles rein. Ich habe mich schon richtig krass gefühlt, weil fast alles da reingepasst hat, was ich gekauft hatte. Und dann bin ich so an meinem Auto und versuche die da so reinzuheben. Und ich habe es einfach fast nicht geschafft, wirklich. Die ist so schwer. Ich muss sie jetzt gleich erstmal zusammen ausräumen mit irgendwem, weil alleine kann ich die halt echt nicht hochheben. Das habe ich noch nie erlebt. Ich war so, es geht nicht. Es ging dann doch. Okay, wow. So, ich bin jetzt zurück zu Hause und wir kochen jetzt. Und zwar mache ich Lachsnudeln. Hier schneiden wir gerade den Lachs und dazu gibt es so frische Tagliatelle. Richtig lecker, ich freue mich voll. In die Pfanne. Ich? Ja, bitte. Hält seine Hand für meine Kamera. Oh, schön. Wow. Sehr lecker sieht's aus. The food was delicious. Wirklich, es war richtig, richtig gut. Ich liebe ja Lachsnudeln. Ich würde sagen, es ist eins meiner Lieblingsessen. Das Rezept war von Emmy kocht einfach. Ich meine, das ist ein Blog. Ich würde sagen, ich verlinke es euch in der Infobox, aber ich vergesse sowas leider immer. Aber ja, genau, da kommt ihr auf jeden Fall so darauf. Und ich wollte euch jetzt noch einen kleinen Grocery Haul machen. Aber ich muss ja erstmal ein bisschen aufräumen, weil es sieht schlimm aus. Ich mache das dann gleich. Okay, das muss ich jetzt gleich in den Kühlschrank machen. Aber ich habe einen Wirsingkohl gekauft, Leute. Wirsingkohl ist so underrated, wirklich. Ich liebe es. Aber insgesamt, früher habe ich das alles nicht gemocht, aber ich finde alle Kohle geil. So Rosenkohl ist geil, Brokkoli ist geil, Blumenkohl ist geil. Wirsingkohl ist geil. Ich weiß gar nicht, was es noch so gibt. Rotkohl mag ich nicht so, aber alles andere delicious, wirklich. I love it. Okay, let's go, amigos. I'm gonna show you my favorite things I bought. Das erste Mal, ich wusste nicht, dass Aldi das hat. Es war auch der letzte, also vielleicht war das so eine Aktion. Die haben das ja öfter mal so Aktionen. Und zwar ein High Protein Pudding in Vanille von Dr. Oetker. Eigentlich wollte ich mir diesen grießfrei holen, aber ja, unser Edeka wird zurzeit umgebaut, deswegen muss ich zu Aldi und da haben die den nicht. Aber das fand ich jetzt eine ganz gute Alternative. Dann habe ich Naanbrot gekauft, eben für dieses Shakshuka, das ich machen möchte. Und dann noch solche Soft Paninis, fand ich irgendwie richtig geil. Dann können wir so Paninis zu Hause selber machen. Don't ask me, ich fand's cool und ich bin mit Hunger einkaufen gegangen, was immer eine schlechte Idee ist. Dann, ja Leute, ich habe noch nicht genügend Strohhalme. Ich habe ja nur bisher Glasstrohhalme, bunte Strohhalme, Metallstrohhalme, eigentlich jede Art von Strohhalm. Aber was hat mir noch gefehlt? Bambusstrohhalme. Die gab es ja irgendwie. Und irgendwie fand ich es ein bisschen paradox, dass sie in Plastik eingepackt waren, aber ich habe sie trotzdem mitgenommen und ich finde, die sehen total cool aus. Sind halt so ein bisschen dickere und ich kann mir richtig gut vorstellen, daraus mein Matcha oder mein Iced Coffee zu trinken. Deswegen pretty happy I bought them. Da stand kein Preis dran, deswegen weiß ich leider nicht, wie viel die gekostet haben, aber ich finde sie richtig cool. Dann, Leute, wenn ihr das noch nie probiert habt, das ist von Aldi dieses Feta Oliven Ciabatta. 10 out of 10. Das zusammen mit Hummus. I love it. Ja, das ist jetzt relativ unspektakulär, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Und zwar habe ich Zartbitterschokolade mitgenommen. Den benutzt man ja immer zum Backen. Und dann noch einmal so eine Honigsalzmandelschokolade. Die liebt auch meine Mom. Deswegen dachte ich mir, die packe ich mal ein. Dann, was ich auch noch gekauft habe, sind solche veganen Früchtchen. Die sind so richtig klein und ich habe die schon immer geliebt. Diese kleinen, die gab es ja auch von Haribo in diesen kleinen Tütchen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Aber deswegen mussten die auch mit. Ich glaube, die schmecken mega geil.
Genau, ansonsten ist eigentlich relativ unspektakulär, was ich gekauft habe. Hier könnt ihr das nochmal sehen. Also ganz normale Milch für meine Eltern und so. Ich selbst habe mir eine Mandelmilch mitgenommen. Dann noch so Brokkoli, Avocado, Salzstangen, Sojajoghurt, halt so, was ich immer esse. Mehl, Zucker, Garnelen, ein Parmesan und so weiter. Dann habe ich meine Favorite Chips mitgenommen. I love them wirklich. Also Salt and Vinegar sind the best chips, don't come at me. Und hier ist eigentlich nur Obst und Gemüse drin, also Zucchini, Lauchzwiebeln, Champignons, Banane, alles mögliche. Und hier glaube ich auch, ja genau, hier ist ja noch so Aubergine, Tomate, Paprika, oh hier sind noch ein paar Garnelen drin, Karotten und so weiter. Und das Einzige, was mich an Aldi wirklich aufregt, ist, dass sie schon viel in Plastik haben. Also zum Beispiel hier auch so Salat, finde ich halt voll unnötig. So bei Edeka gibt es den zum Beispiel unverpackt oder auch so Tomaten, aber das hatten die nicht anders. Und genau, that's it. Ah nein, oh mein Gott, ich habe noch so coole tiefgefrorene Sachen gekauft. Die wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Where are they? Hier, einmal habe ich so Halloumi-Fries gekauft. Fand ich total cool. Halloumi ist ja so Käse, das ist dann irgendwie so diese Mozzarella-Sticks mit Halloumi. Von da aus bin ich, fand ich cool. Dann habe ich Less than Tasty Salted Caramel mitgenommen. Das ist eins meiner Lieblings-Eis. Es schmeckt so, so geil. Ja, Leute, ich weiß, ich bin weird und frag mich nicht, warum ich so viel Eis habe, aber ich brauche das. Dann habe ich Less than Tasty Cookie Dough mitgenommen, dann eben dieses Ben & Jerry Chocolate Cookie Dough und dann noch eine so einmal Netflix and Chill. Und dann habe ich noch so Rahmspinat gekauft. Hatte ich irgendwie mega Bock drauf. Genau, that's it. Übrigens, Freunde, ist gerade ein Paket bei mir angekommen, beziehungsweise vorhin schon. Ich wollte das mit euch zusammen öffnen und ich bin so excited dafür. Und zwar habe ich mir was bestellt. Und zwar bei Pieces heißt es. Also nicht wie Pieces, sondern mit P-E-C-E-S. Und es ist ein Online-Secondhand-Store. Ich muss sagen, ich finde es schon quite pricey. Also es war jetzt schon teuer. Und unbezahlte Werbung. Also ich habe mir das selber gekauft. Es ist von meinem eigenen Geld gekauft. Wie sollte es anders sein? Ich habe mir einen Pulli bestellt und ich hoffe so sehr, dass der cool ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie er aussieht. Oh mein Gott, I love it. Findus, ja, komm mal hier. Komm mal hier, ja, Louis, war noch schon zehn. Ja, du bist ein süßer. Ja, du bist ein süßer, Kleiner. Okay, ich weiß wieder, wie er aussieht. Und zwar ist so pretty. Das ist in so einer hellgrünen Farbe. Und ich fand ihn so cool. Und ich achte halt bei Pullis immer darauf, dass es gestickt ist. Und außerdem wollte ich die supporten, weil ich glaube, die sind auch noch relativ jung. Dann so einen Online-Shop selbst aufzubauen und Secondhand und so. Fand ich einfach eine coole Sache. Dazu kriegen wir noch einen 10% Neukundenrabatt, was ich sehr cool finde. Vielleicht werde ich dir noch mal was bestellen. Danke für deine Bestellung. Justus? Oh, danke Marike für deine Bestellung. Justus. How cute. Dann gibt es auch noch so einen Sticker und ich finde auch den Sticker richtig cool. Also mit dieser pinken Leuchtschrift. Ich will den gleich mal anprobieren. Und ich muss jetzt eigentlich eine Insta-Story machen, aber irgendwie bin ich voll überfordert mit dem Briefing, to be honest. Komm her. Schatzi, jetzt habe ich Zeit für dich. Ich muss mich damit jetzt leider auseinandersetzen. Woo, Friends, ich habe meine Story zur Abgabe geschickt. Ich hoffe, das ist okay, so wie ich das gemacht habe. Aber ich finde es eigentlich ganz cute. Ich habe meinen Pulli angezogen. Und Leute, ich glaube, ich hatte selten so einen riesigen Pulli. Also der ist halt wirklich, das ist locker eine XL. Aber ich glaube, es stand auch auf der Internetseite. Aber ich finde es so cozy, wirklich. Ich bin mal wieder verliebt. Und für alle, die es interessiert, ist halt jetzt 50 Euro gekostet. Und ich finde das so krass, weißt du, für Secondhand bezahlt man zum Teil einfach genauso viel wie für neue Sachen. Ich hätte mir genauso gut einen Nike-Pulli für 50 Euro kaufen können, was ich so krass finde irgendwie zum Teil. Aber ja, yeah, I love it so much. Und was soll ich jetzt noch sagen? Ich weiß nicht mehr. Bye. So, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gevloggt habe. Wir haben mittlerweile schon 18 Uhr. Wann muss ich dann los? Ja, ich habe schon noch so eine Dreiviertelstunde, bis ich los muss. Also nicht mehr so viel, aber ich kümmere mich jetzt mal ein bisschen ums Decluttern.
dieses Bücherregal. Genau, aber ich drehe ein Room Makeover, also keine Sorge, das seht ihr in einem anderen Video. Just wanted to keep you guys updated. So, ich habe mich jetzt gerade umgezogen, kurz vor 7 und ich gehe jetzt ins Zumba. Einfach so eine Jogginghose von GK angezogen. So ein Sport-BH von Ocean Support. Genau. Und jetzt muss ich los. Und eigentlich mache ich nie Sport in Jogginghose, aber bei Zumba geht es eigentlich. Und irgendwie ist es kalt draußen und ich habe mich mehr danach gefühlt als nach so einer engen Legge. Deswegen, yes. Bin so raus. Back home. Vom Zumba und ich habe so Hunger, aber es war sehr gut, tat sehr gut. Es ist schon 20 vor 9 und I gotta eat something. Yes, 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 yes. Good old salad und Brot. Done for today. Ich muss morgen früh raus, weil ich ein Hair Appointment habe. Lass mir die Haare schneiden, also nur so ein bisschen spitzen. Die sind so gedamaged vom Sommer und ein bisschen trocken und so. Der Termin ist um 9, die hatten gar keinen anderen mehr frei. Eigentlich auch voll dumm, weil ich dann morgen Mittag den Sportkurs habe. Mit Fresh Hair direkt Sport machen. Vielleicht gehe ich auch gar nicht hin. Aber eigentlich will ich schon gerne hingehen. Na, auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich irgendein Licht da hinten vergessen. Habe ich heute mit meinen Eltern diese eine Dokumentation angefangen. Die heißt Das Dilemma der sozialen Medien und ich fand es echt mega gut, also wirklich krass, zum Teil so, passt auf euch auf Leute, ich sag's nur so, take care of your mental health, vergleicht euch nicht, verbringt nicht zu viel Zeit auf Instagram und so weiter, it's not good. Aber guckt die Doku auch sehr gerne selber, die ist auf Netflix, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Ja, wenn ich sie morgen fertig geschaut habe, also wir haben nur einen Teil geschaut, wenn ich sie morgen fertig geschaut habe, sage ich vielleicht noch was dazu, aber ich gehe jetzt ins Bett. Guten Morgen, meinem Lieben. Irgendwie ist es ein komischer Vlog, beziehungsweise ich melde mich in diesem Vlog voll viel aus dem Auto. Naja, auf jeden Fall haben wir gerade kurz vor 9, weil ich habe um 9 Uhr einen Termin beim Friseur. Beim Friseur und ich freue mich richtig und bin schon wieder ein bisschen spät, deswegen genau, muss ich da jetzt schnell hinfahren und danach, oh mein Gott, soll ich noch einige Sachen erledigen, also ich habe gestern irgendwie vergessen, Gemüse zu kaufen, soll ich noch Gemüse kaufen und, oh fuck, egal, das mache ich einfach später, ich sollte Pfandflaschen wegbringen, aber die sind jetzt in meinem Auto. Naja, whatever, ich gehe jetzt zum Friseur und dann zeige ich euch das Ergebnis. Irgendwie ist das Wetter richtig, richtig eklig draußen. Also es regnet voll. Richtig grauer Tag mal wieder. Und ich muss heute voll viel erledigen. Ich wünschte, heute wäre so ein chill day. But no. Und ja, exakt. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Okay, man kann es gerade nicht erkennen, aber die sind echt schon viel, viel kürzer. Ich zeige es euch gleich, aber ich glaube, ich mag es. Und es war halt nötig, weil die waren... übel kaputt. Aber ja, ich muss es noch auf den Markt. Ich habe jetzt Trauben gekauft. Huch. Die haben irgendwie keine Zwetschgen, aber ich gehe jetzt nochmal zur Bank. Dann gucke ich noch bei einem anderen Stand, aber die schmecken richtig geil. Yep. Ich bin jetzt fertig mit allem. Hat meiner Mama noch die Zwetschgen geholt, die sie für ihren Kuchen braucht. Ich glaube, die werden morgen backen. I don't know. Jetzt düse ich wieder nach Hause und this is my hair. Also ich habe das halt hier vorne echt schon krass anstufen lassen. But I kind of like it und sind jetzt halt schon echt ein Stück kürzer, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, mir gefällt es. Ich kann es immer erst beurteilen, wenn ich die dann mal selbst gewaschen habe und selbst so gestylt habe, ob ich es mag oder nicht. Aber das Ding ist so, ich war noch nie so ein Haarmensch. Wisst ihr, was ich meine? Also so, ich hätte da nie so richtig krass viel Wert drauf gelegt. Es gibt ja auch die Leute, die immer ihre Haare glätten und alles damit machen, dass die immer fleeky aussehen und meine, keine Ahnung, die sind eh nie und fleek, von daher
Essen jetzt eigentlich auch nicht so krass wichtig. Was soll ich denn jetzt machen? So, meine Lieben, ich bin mittlerweile... Oh, ich hasse diesen Ofen. Ich hoffe, man versteht mich. Oh, nee. Ich habe eigentlich den ganzen Vormittag nur mit meiner Mama Bücher sortiert. Also, wir haben da bei uns oben auf dem Speicher ganz viele Bücher und die habe ich jetzt alle bei Momox oder Rebuy eingestellt. Also, alle verkauft und jetzt mache ich gerade Mittagessen und zwar Shakshuka. Ich bin so gespannt. Ich freue mich. Juhu. So, ich glaube, ich habe es jetzt genug anbraten lassen. Und jetzt kommt eine Dose Tomaten hinzu. So, ich bin jetzt weit fertig. Also ich habe da noch die Eier reingeschlagen und jetzt kommt es noch in den Ofen. Bis das fest ist. Sieht richtig, richtig gut aus. Jetzt ist es ein... Ja, was? Ein Rezept. Ist gar kein Rezept. Hab auf YouTube-Videos angeguckt, durchgelesen, alles Mögliche. Also ich muss sagen, das Essen war sehr, sehr lecker. Ich werde es bestimmt jetzt öfter machen, weil es eigentlich gar nicht so viel Aufwand. Also es ging... Ja, es hat schon eine Weile gebraucht, aber es war trotzdem machbar. Sag ich mal. Ja, das ging nicht voll klar. Und genau, jetzt ziehe ich mir Sportsachen an, bin ich schon kurz vor drei. Oh, mein Zimmer ist unordentlich. Ja, genau, auf jeden Fall gehe ich jetzt zu meinem Kurs. Bin voll froh, dass ich hingehen werde irgendwie. Ja, in der letzten Zeit habe ich Sport schleifen lassen und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt gestern beim Zumba war, heute zum Kurs gehe. Da habe ich schon mal zweimal die Woche Sport gemacht. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, ne? So, ich habe mich jetzt umgezogen. Der Outfit for the Gym. Einfach beides von Ocean's Apart mit so einem Zäpfchen gemacht. Schon kürzer. Ja, und jetzt geht's zum Kurs. Ich freue mich. I'm done. Oh mein Gott, Hilfe. Okay, ich hoffe, man hört mich. It's windy. Auf jeden Fall, ich hatte ja keinen Bock, in den Kurs zu gehen. Und dann bin ich doch gegangen. Und es war so gut, dass ich doch gegangen bin. Es hat richtig, richtig gut. Ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit zu Hause. Kurze Zeit für einen Snack, irgendwas Proteiniges. Und dann muss ich los Nachhilfe geben. Ey, ich habe so lange keine Nachhilfe mehr gegeben. Crazy. So, meine lieben Leute, ich weiß gar nicht, ob ich mich zu Hause gemeldet habe nach dem Fitnessstudio. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich noch ein bisschen Skier mit Proteinpuder. Pulver und gefrorenen Himbeeren gegessen. War so gut, dann habe ich noch einen Kaffee getrunken und noch zusammen mit meiner Mom die ganzen Bücher in Pakete gepackt, weil ich die jetzt noch zusammen mit dem Pfand gleich wegbringen werde, nachdem ich Nachhilfe gegeben habe. War gerade alles ein bisschen stressvoll, weil wir das halt noch jetzt erledigt haben wollten, aber die Post hat schon zu, deswegen. Ja, ich hoffe, das klappt jetzt alles noch. Auf jeden Fall bin ich jetzt dann zur Nachhilfe gefahren. Ich werde es einfach verbinden. Also ich gebe es hier nachher und dann gehe ich direkt danach noch das Zeug wegbringen. Und genau. Das ist der Plan. Wir haben gerade 17.24 Uhr und um 17.30 Uhr gebe ich Nachhilfe. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so pünktlich. Aber ja, bin voll froh, dass es so gut geklappt hat. Ich weiß nicht, ob ich hier parken darf, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich bin ganz froh, dass ich was zum Parken gefunden hatte. Habe ich hatte ein bisschen Paranoia, ne? Aber ja, everything fine. Oh nein. So, ich habe heute alles erledigt. Ich habe die Pakete hinterbracht.
Oh mein Gott, hab dann noch für morgen eingekauft, weil ich morgen mit Freundinnen einen Spieleabend mache. Und dann wollen wir noch Pizza machen. Und dann habe ich noch Brot geholt für heute Abend. Und ja, jetzt haben wir mittlerweile schon 7:30. And I'm hungry, das könnt ihr mir glauben. Bin aber froh, dass das jetzt alles geklappt hat mit den Paketen und so. Genau, jetzt fahre ich heim. Dann werde ich was essen. Und dann war es eigentlich auch schon danach. Das war eigentlich ganz gut, fand ich. Yes. Übrigens habe ich was Cooles bei Real gefunden. Und zwar M&M Crunchy Caramel. Und ich muss jetzt kurz probieren, weil ich fand, es klung einfach geil. Ja. Ist schon lecker. Ja, aber es ist halt nur Crunchy Caramel und nicht Salted Caramel. Und das ist der Fehler. Weil Salted Caramel wäre natürlich richtig geil. Aber gut, kann man essen. Erstaunlich. Tee. Ich habe mir so einen New York Chai gemacht. Da kommt jetzt noch Milch dazu. Zunächst ein paar wichtige Grundlagen zur vertikalen Dystrophie. Und wir gucken jetzt diese Doku weiter und dazu gibt's Chocolate and the Last Cookie. Geil. It's the next day und ich habe heute eigentlich nicht gefilmt, weil ich dachte, ich müsste arbeiten, aber ich bin irgendwie doch nur auf Abruf. Genau, ich habe heute Morgen eigentlich nur einen Pizzateig gemacht, gekocht, aufgeräumt. Ja, genau, that's pretty much what I did. Und außerdem ist ein Paket angekommen und das Paket ist von einer ganz lieben Zuschauerin, die mir auf Instagram geschrieben hat, ob sie mir was zuschicken darf, weil sie jetzt so ihren eigenen Shop veröffentlicht, sag ich mal, und zwar auf Etsy und ich finde es mega cool und ich kriege dafür auch nichts, also es ist keine bezahlte Werbung oder so, aber ich dachte mir, warum nicht kleine Business unterstützen und außerdem bin ich auf ihre Seite gegangen und die hat da so coole Sachen, wirklich, also schaut gerne mal vorbei, ich verlinke euch alles in der Infobox. Sie hat auch gesagt, dass sie mir sogar einen kleinen Rabattcode für euch gibt, was ich mega lieb finde, deswegen ist mir echt so eine Herzenssache, guckt da gerne vorbei und unterstützt sie. Und ich konnte mich auch gar nicht entscheiden, was ich mir aussuchen sollte. Deswegen habe ich einfach gesagt, such du was für mich aus. Ich finde alles mega schön. Und das hat sie gemacht. Deswegen bin ich gespannt, was da drin ist. Sie hat auch gesagt, dass sie eine Kleinigkeit für Leonie dazu hat. Jetzt bin ich mal gespannt. Und außerdem auch so, was ist das bitte für ein süßer Umschlag? Das Pink. I mean. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott. Das ist so schön, Leute. Und zwar macht sie so Schlüsselanhänger selber, fragt mich nicht, wie sie das macht, aber sie sind so personalisierbar. So, für mich hat sie jetzt ein M gemacht und da sind so Blumen drin und Leute, ganz ehrlich, wie schön ist das bitte? Ich finde das richtig, richtig süß mit so Gold und so kleinen Sonnenblumen und so Schmetterlingen. Oh mein Gott, ich finde das richtig schön, auch gerade so dieses Design. Das ist nicht zu bunt, sondern das ist einfach echt perfekt. Ich freue mich mega darüber, das ist so ein cooler Schlüsselanhänger. Ich finde sowas auch mega cool als Geschenk, also wenn du noch irgendwie ein Geschenk oder so für eine Freundin suchst oder gerade auch für Weihnachten. Voll perfekt, das ist so cute. Look at it. Oh, ich finde es richtig süß. Und sie hat gesagt, das Kleine hier ist für Leonie. Deswegen lasse ich das jetzt noch eingepackt. Mach dann noch das hier auf. Auch voll süß eingepackt alles und so. Da steht drauf, handmade with love auf diesem kleinen Sticker. Seht ihr das? Total süß. Ich habe es leider schon zerrissen. Eigentlich wollte ich euch sagen, dass ich es richtig süß finde, mit wie viel Liebe sie zu der Teil macht. Oh mein Gott, das ist so ein kleiner Brief. Oh, und zwar hat sie mir sogar geschrieben, der Code ist einfach. Der Code ist einfach Marieke und das ist ab 10 Euro und bis zum 10.12. gültig. Oh, ich finde es gerade so süß, wirklich. Oh mein Gott. Und zwar ist hier noch was drin, was Kleines. Ich bin mal voll gespannt, wie da rein hat. Oh mein Gott. Leute, wirklich, ich finde es so wunderschön. Oh mein Gott. Und zwar hat sie auch noch so kleine Schmuckstücke und das sind so kleine Schmetterlinge. Einfach so eine Kette und so Ohrringe. Ich werde euch das gleich auch nochmal angezogen zeigen. Und ich finde es einfach so cute. Und zwar heißt es Pink Poxy. Okay, Leute, guckt euch das einfach an. Es ist so cute. Ich habe es direkt angezogen. Hier diese kleinen Schmetterling-Ohrringe und dann hier diese Kette.
Und was ich richtig cool finde, also ihr müsst ihn nicht so als Joker tragen, wie ich das quasi gemacht habe, sondern ihr seht ja hier selber, da ist noch voll viel übrig, sage ich jetzt mal. Also man kann die wirklich in jedes Loch machen, was ich so praktisch finde. Ich könnte die jetzt quasi auch als, so als Armband anziehen. Richtig, richtig cool. Und ja, I love it. Also ganz, ganz lieben Dank. Ich habe mich so darüber gefreut. Das ist richtig süß von dir. Auf Instagram @pinkpoxyshop und auf TikTok @pinkpoxy. Ich zeige euch das hier mal. Und deswegen schaut da wirklich, wirklich sehr, sehr gerne vorbei. Ich finde es richtig cute und mega toll, dass sie sich schon so früh quasi, sag ich mal, selbstständig gemacht hat und einfach was Eigenes aufgebaut hat. Ich denke mal, das kam auch so durch die Corona-Zeit mit zustande. Und ja, genau. Eigentlich wollte ich an der Stelle auch nur meinen Vlog beenden. Ich mache heute Abend Pizza mit meinen Freunden und muss jetzt gleich in die Stadt fahren, meinem Vater sein Handy bringen. Und dann wollte ich noch zur Bibliothek, aber whatever. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann leave love. Ich freue mich über alle eure Kommentare. Einen Daumen nach oben oder ein Abo, wenn ihr neu seid. Und ja, dann hoffe ich sehr, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bye!